Ich habe einen, wo ich nicht ganz uneigennützig dazu stehe, und das ist das Museo Nazionale del San Gottardo, das in diesem Jahr im Juni eröffnet wird, nachdem es erneuert worden ist. Und wir tun dort selber als Ausstellungsmacher auch in einem Beitrag, in dem kommen wir in diesem Haus vor. Aber es ist eine alte Sust, also im Passverkehr von der letzten Jahrhunderte hat das Gebäude eine Bedeutung gehabt. Heute ist es ein Kulturort. Und ich finde es natürlich toll, dass man alte Infrastruktur kann immer wieder neue Zwecke zuführen. Und das passiert jetzt gerade wieder. Und ohne Propatria wäre das vermutlich gestrandet. Oder